So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in Forza 5. Wir sind zurück und heute geht es weiter bei ein paar Storys. Eine Story, die ich sehr übersehen habe, weil sie kein direkter Teil des Abenteuers ist, beziehungsweise mit den Abenteuerkarten nicht freigeschaltet wird, sondern eben mit dem Freischalten der verschiedenen Locations freigeschaltet wird. Nämlich die wunderbare Testfahrer-Story, Testtreiber. Ist das wirklich überall Testtreiber? Ist das überall Testtreiber, ne? Testfahrer, Testtreiber. Testfahrer, okay, es soll, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hier Testtreiber heißen soll oder Testfahrer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall mit jedem der verschiedenen Standorte im Spiel kamen eben diese Storys zusammen, die eben zusammen mit dem Techniker Juan ablaufen. Und ich habe keine Ahnung, was darunter sich zu verstecken ist, außer dass wir anscheinend für die verschiedenen Standorte verschiedene Tests ausführen. Das hätte man höchstens dann machen sollen, als man den Standort freigeschaltet hat und nicht, wenn man schon komplett in der Ruhmeshalle ist. Aber, ey, ihr wisst, die Reihenfolge und den Ablauf in dem Spiel, das habe ich nicht so ganz drauf. Bei mir ist ein wildes Würfeln, was wir als nächstes machen. Und deswegen würde ich aber sagen, gehen wir die jetzt mal nach und nach so langsam an. Und natürlich dadurch, dass wir als erstes Apex freigeschaltet haben, würde ich halt auch sagen, ist das, finde ich, die Story, mit der wir als erstes losfahren sollten. Nämlich Testtreiber. Ich glaube, es heißt überall Testfahrer, nur nicht da. Also ich glaube, es ist einfach nur falsch benannt, würde ich jetzt hart behaupten. Weil hier heißt es überall Testfahrer. Testfahrer. Warte, hier oben gibt es auch nochmal. Testfahrer. Ich glaube, es sollte Testfahrer heißen und nicht Treiber. Ach, oh Gott, ja, die haben es. Oh, hier ist ein Übersetzungsfehler. Jetzt raff ich's. Wegen Driver. Test Driver. Und das ist mit Sicherheit ein Übersetzungsfehler, weil Driver, der Grafikkartentreiber, heißt ja auch Driver. Der Treiber. Oh, ich wette, mein Arsch, hier hat ja jemand einmal die Übersetzung vollkommen in die Tonne geprügelt. Wie kommt man auf Treiber? Ja, es ist Testfahrer. Heißt. Na gut. Hier, bereise die Riviera Maya gemeinsam mit Juan, alias der Techniker. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal hin und schauen mal, was uns da erwartet. Wie gesagt, wir haben ein paar davon. Und fangen doch erstmal mit der ersten jetzt hier an. Die Universidad schickt einen Techniker, der an unseren Festival-Außenposten forschen soll. Und er braucht jemanden, der ihn fährt. Sei nett zu ihm. Es ist mein Cousin Juan. Hola, ich bin Juan Maria Garcias. Die Universidad hat mich beauftragt, an Horizon Außenposten zu forschen. Rami und Ale, meine Cousins, wollten mich einem ganz besonderen Horizon-Fahrer vorstellen. Und ich nehme an, das bist du. Mir? Ich bin nur hier, um zu helfen. Danke, Juan. Okay, also er ist von der Universidad. Universidad, wie man so schön sagt, oder Universität. Das könnt ihr euch jetzt sagen, wie ihr lustig seid. Von der ist er hier und er forscht hier ein bisschen. Und wir helfen ihm. Ich weiß nur noch nicht wie, aber wir werden schon eine Lösung finden. So, warte, es regnet. Ich drücke mal kurz, ich mach mal kurz das Cabrio zu. Ne? Warten Sie kurz, halt machen wir gleich. So, wunderschön. Ne? Wir wollen ja nicht nass werden, ne? Wir wollen ja nicht nass werden auf dem Weg. So, wunderschön. So, darf ich sagen, fahren wir mal rüber. Aber ich merke, Slick-Rennreifen sind echt ein Träumchen auf nassem Asphalt. Ja, das macht Spaß. Wunderschön. So. Ich bin mal gespannt, was wir für Aufgaben jetzt haben, aber wie gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung, was unter dem Testdriver-Ding so versteckt ist, unter anderem. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, während ich meinen McLaren 27S beider höchstwahrscheinlich jetzt gleich in diesem wunderbaren Dschungelgebiet hier festfahren werde, weil wir hier niemals durchkommen werden. Oh, Alter. Ich mag das Navi. Das ist auf jeden Fall sehr orientiert an mein Fahrzeug gedacht. Och, Junge. Das ist ja einfach echt nicht okay. Es ist einfach wirklich nicht okay. Hätte noch einfach da hinten auf die Straße weiterfahren können, dann wären wir auf. Na, ist egal. Wären wir auf normale Asphaltstraße. Oh ja, genau. Erstmal gut. Tauchgang. Ja, wunderschön. Hätte ich mir das Dach zumal auch sparen können. Jetzt werde ich halt an den Füßen lassen, weil wir die ganze Karre fluten. Ach, guck mal, Asphalt. Hätten wir auch hinten, na, ist egal. So, dann helfen wir Juan mal bei seinen wunderbaren Forschungen hier beim Horizon Apex. Hier an dieser wunderbaren Küste. Bin mal gespannt, was denn hinterher. So für Aufgaben hat, oder was er von uns möchte, ich sage dir. So, schauen wir mal. Mal gerade ganz kurz. Ach, sind nur drei Sachen. Ach krass, es sind sogar weniger Aufgaben. Ich dachte, das wären auch so neun, wie sonst auch immer. Aber okay. Ostküstenparadies, bereisen die Riviera Maya gemeinsam mit Juan, alias der Techniker. Aber ich dachte, es wären mehr Storys. Aber gut, drei. Das ist ja auch nur so ein Nebending, ist ja kein Abenteuer an sich. Hola, ich glaube, ich sollte dir zuerst die Ostküste zeigen. Alejandra sagt, dass echte Racer Strecken vor dem Rennen studieren. Guter Ratschlag. Übrigens habe ich die Universidad davon überzeugt, dass sie uns die wunderschönen Strände und die blauen Himmel studieren lassen. Das schreit nach Kraft und Stil. Der Ferrari Portofino ist genau das Richtige. Die Universidad hätte ich aber auch gerne, die mir einfach einen Ferrari für meine Forschung stellt. Meine Fresse, geile Universität. So, Jungs. Telemetrie läuft.
Und eine Kamera schaut wahrscheinlich die Übertragung. Sie hätte auch keinen Sumpf auswählen können. Pardon, mein Freund. Du meinst sicherlich küstennahes Feuchtbiotop. Ja, wir müssen ja Fachbegriffe nehmen, weil sonst kauft uns das ja keiner ab, ne? Es ist ja hier für die Forschung. Juan möchte hier nicht Urlaub auf Kosten von der Universität machen. Mm-mm. Der Ferrari Portofino war das richtige Mittel. Um nass zu werden, kannst du laut alle hier Bonustafeln finden. Schau später mal vorbei. Danke für den Tipp. Das sollte ich doch nicht verraten. Bitte sag alle nichts. Wird nicht glücklich darüber sein. Okay, kurz mal hin, fassen wir zusammen. Ja, diese Storys hätte ich direkt machen sollen, als ich diese Außenposten freigeschaltet habe. Anders als zusammengefasst, ich habe nicht mitgekriegt, dass ich die freigeschaltet habe. Weil ich glaube, das Spiel sagt dir das gar nicht. Die ploppen mal auf der Map auf. Und ab einem bestimmten Moment hatte die Map ja ein bisschen, sagen wir mal, Ereignisdichte. Und dann habe ich die halt nicht mehr gesehen. Und ja, falls ihr das Spiel anfangen solltet, ich würde euch die danach direkt, wenn ihr die freischaltet, empfehlen. Weil die erklären euch was zu dem Gebiet, was wir jetzt halt schon ein paar Stündchen kennen. Hoppla, naja. 2 Minuten 35, 3 Stellen, aber wir werden natürlich noch weiterfahren. Das wird doch nicht schon das Ziel sein, weil das wäre sehr komisch. So, ja, so mag ich mein Studium. So studiert man doch gerne, das ist eine gute Forschung. Die Archäologen der Universität werden sich über unseren Besuch freuen. Wir konnten leider nicht länger. Entweder langweilt dich meine Tour oder du willst, Cousine Ale, unbedingt beweisen, wie schnell du bist. Nö, also ich habe nur gesagt, dass die Forschung nicht lange anhält. Das liegt gerade daran, dass unser Forschungsgerät so schnell ist. Meerblick, die perfekte Location für Horizon Apex. Da hat er einen Punkt, muss man ihm lassen. Obwohl der Sumpf neben dran für ein Straßenrenngebiet, ich sag mal so, überdenkbar wäre, muss ich sagen. Also, ich hätte jetzt vielleicht nicht ein Gebiet mit einem direkten Sumpf neben dran genommen, aber ich bin nicht bei der Universität. Mir wurde kein Portofino gestellt. Also nur ganz viele andere Autos wurden mir mittlerweile geschenkt, aber Portofino, ich sag mal so, würde ich auch nehmen. Das ist Playa Azul, ein Naturreservat. Wer will nicht zu viel Sand auf? So schönes Wetter. Da will man doch glatt Richtung Horizont segeln. Ich meine, faszinierende Klimadaten. Schon gut. Ich könnte mich hier auch verirren. Vielleicht, wenn alle sich unsere Telemetrie nicht anschaut. Also ich sag mal so, die Universität hier, die Universität in Mexiko, falls ihr noch jemanden braucht, ich bin immer bereit für sie zu forschen. Also ich sehe mich da. Also ich sehe mich da auch als Forscher. Ich merke, das könnte ich auch. Und dieser dumme Fiesta, der steht da. Wie bescheuert kann man ein KI-Fahrzeug hinstellen? Der steht mir halt genau im äußeren Kurvenpunkt. Oh, ist das bescheuert. Wenn ich außen rum vorbei will, bin ich zu schnell. Wenn ich ihn rum vorbei will, krache ich in ihn rein. Oh, machen wir halt ein bisschen sehr viel langsamer. Gut, so, wir haben noch 20 Sekunden für 1 Kilometer. Das sollte aber machbar sein. Der Portofino fährt sich ganz angenehm. Ich bin ja kein Fan von dem Auto. Ich mag das Heck von der Kiste überhaupt nicht. Aber ich bin auch schon vom moderneren California und so. California T.A. leider auch gar kein Fan. Das sind Autos, die mich einfach so ja nicht abholen. Ich sage, wie das ist. So, bitteschön. Ich hoffe, das waren gute Daten. Das ist die Ostküste. Sehr wichtig für die Teilnahme am Horizon Apex. Ich habe eine Menge Fahrzeugdaten für alle. Aber es gibt sicher noch mehr in der Region zu finden. Ich melde mich. Ja, das hat Spaß gemacht. Bis bald. An der Uni zu arbeiten kann so einfach sein, Leute. Es kann so einfach sein. Nebenbei natürlich mit dem Sombrero aufhören. Den gab es jetzt im Forza-Shop. Natürlich trage ich den fucking Sombrero. Ich habe ja gesagt, sobald ich den haben kann, trage ich den. Und den tragen wir immer. So wie es die meisten Autos sieht man halt leider nicht, weil es so groß ist. Naja. Ich habe mit dem Fachbereich für Ökologie der Universität geplaudert. Such mich, wenn du soweit bist. Ökologie? Schon unterwegs. Das ist das Wort, was mich abholt. Was? Er hat Ökologie gesagt? I'm on my way. Ja, jeder Mann immer so, Ökologie, Alter. Ey, warum hast du das nicht direkt gesagt? Da bin ich aber sowas von dabei. Bisschen Ökologie, Digi. Erstmal hier, ne, weiß Bescheid, ne, was man damit, was man da halt so macht. Ja, ich war in der Schule immer das aufmerksame Kind, man merkt es. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Ökologie hier. Ich stelle mir auch schon wieder vor, dass wichtige Daten bei rumkommen. Ich finde, wir sollten dafür einen AMG One kriegen. Meinst du nicht? Ein AMG One wäre ein vernünftiges Testfahrzeug für Ökologie. Also, ich finde, die Verbindung ist ganz klar und deutlich. Die wird uns gleich erklärt. Ich bin ja nicht derjenige, der bei der Universität arbeitet, aber ich dachte, ich bringe mal ein bisschen
Bringst ein paar Infos rein. Wisst, wie ich meine. So, machen wir mal fort. Arena de Fiesta. Sammeln die Telemetrie dann in der Riviera Maya, indem du dein Können zeigst. Ah, okay. Ich blende mich jetzt nicht die ganze Zeit aus. Es gibt ja eh keine richtige Cutscene. Das Forschungsteam hat unsere Aktion gesehen. Gute Nachrichten. Wir dürfen eine Untersuchung in Playa Azul durchführen. Dieser M-Sport Fiesta ist unser Forschungsfahrzeug. Ja, klassisches Forschungsfahrzeug. Sehr wissenschaftlich. Ja, sehr oder? Wissenschaftlich. Mhm. Was soll ich denn tun? Die haben das genehmigt, nachdem die ersten Testdaten bekommen haben. B! Ganz einfach. Wirbel so viel Sand wie möglich auf. Ich erfasse die Daten. Und die Fähigkeitsketten. Wenn es der Wissenschaft dient. Auf zum Strand. Da findest du Sand in rauen Mengen. Und natürlich Fähigkeiten. Ich glaube, die Universität möchte wissen, wie sich schnelle Autos auf Urlauber am Strand auswirken. Das wirkt wie willkürliche Zerstörung. Aber wir wissen es besser. Aerodynamisch. Das mag ich. Ich mag ihn. Er hat das Mindset, das ich als Wissenschaftler, was ich als Wissenschaftler hier sehen möchte. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Finde ich gut. Vorher noch gesagt, dass wir vorbeigefahren, ja, hier, Erholungsgebiet und sowas. Nächste Forschungssache, lass das Ding mal platt machen. Mal gucken, wie die Leute dann reagieren. Machen wir mal ein soziales Experiment draus, wie die ganzen YouTuber sagen würden. Das macht Sinn, das ist ein absolut nachvollziehbarer Graph. Der Mann hat recht. Er ist verdammt guter Wissenschaftler. Also, mit den Angaben könnte ich halt auch Wissenschaftler sein, aber alles gut. Soll er machen. Also, er weiß, was er da sagt. Muss man ihn einfach lassen. So, hier, yeah, komm. Noch bis 30.000 hoch und dann halten wir mal schön an. Ich glaube, dann darf ich halt immer noch weiterfahren, aber ich sag mal, wir haben die Punkte auf jeden Fall zusammen. Reicht das jetzt schon? Ich meine, ich habe genug wissenschaftliche Arbeit hier geleistet, finde ich. Nein, ich habe jetzt noch 1 Minute 50 für mich und den Strand. Okay, super. Es wäre jetzt so cool, wenn man diese Challenge einfach beenden könnte vorher. Wenn man jetzt halt nicht auf Eiskojagd geht, sondern ich möchte einfach 3 Sterne jagen. Weil vor allem ist die Testover-Story ja eher so, um die Gebiete kennenzulernen. Und nicht, um herausfordernd zu sein. Wie man ja gerade merkt. Also ich meine, ich habe noch 8 Minuten Zeit und ja. Also ich könnte jetzt aufhören, das Urlaubsparadies für die ganzen Besucher hier kaputt zu machen. Aber die Wissenschaft hat leider gesagt, Lukas, wir haben noch nicht genug Daten. Sammel weiter. Und ja, ne? Mein Motto. Für die Wissenschaft. Es ist wie es ist. Das Spiel nimmt das so ernst. Endlich mal ein Spiel, was meine ganzen wissenschaftliche Herangehensweise an viele Methoden und Arten endlich respektiert. Wir waren auf dem Vulkan wissenschaftlich. Jetzt sind wir es hier auch noch. Ich bin sehr zufrieden damit. Grüße gehen raus in das Spiel. Endlich mal jemand, der mich damit ernst nimmt. Oh Gott. Uiuiui, das ist aber ein Golfkart. Scheiße, beim Käfer hat mich das die Punkte gekostet. Der Fiesta nicht. Er liegt auch daran, weil es ein wissenschaftliches Fahrzeug ist. Ja, 98.000 Punkte. Und Juan, also wie geht's dir so? Lass dich. Ach, sitzt er im Auto? Ja, er sitzt im Auto. Sorry, er ist vom Anzug so gekleidet, dass er einfach aussieht wie der Scheiß sitzt. Da. Also von vorne will ich nicht sehen, denke, dass da jemand sitzt. Juan hat einen sehr interessanten Kleidungsstil. Aber er ist ja Wissenschaftler, er wird schon wissen, was er trägt. Sicher so einen 20.000 Euro Gucci-Anzug, weil ist wissenschaftlich notwendig für diesen Test. Man muss ja gucken, wie das auf die Besucher wirkt. Ne? Mit der Einstellung könntest du einfach alles begründen. Ja, wir mussten gucken, wie die Leute dort auf diesen Anzug reagieren. Und ich denke mir so, ja, da hat er allerdings recht. Er ist der Wissenschaftler. Ich möchte ihm da nicht reinreden. So, jetzt sind 4 Sekunden. Ich hoffe, wir sind happy mit den Daten. Ich denke mal, wir haben gute Arbeit geleistet, oder? Gute Arbeit? Ja, komm. War schon gute Arbeit. War solide. Ich schicke die Daten an das Forschungsteam. Sieht aus, als hätten wir, was wir brauchen. Das nenne ich Style. Dank dir kann die Universität Playa Azul für Einheimische, Rennfahrer und Touristen in Zukunft interessant gestalten. Das heißt, interessant gestalten? Machen wir plötzlich auf dem Strand eine Rennstrecke, einen Sprung oder was machen wir damit? Wie gestalten wir das? Ist egal, lassen wir das. Eieiei, Cousine Ale hat angerufen. Ich brauche dich hier unten. Ist alles in Ordnung? Ja. Nein! Beeil dich bitte! In 400 Metern. Ja, ich glaube, unsere wissenschaftlichen Tests könnten vielleicht nicht so angenommen worden sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich meine, es waren schon sehr wissenschaftliche Tests. Wir waren schon wirklich sehr wissenschaftlich unterwegs. Also, ich finde, da kann man uns nichts vorwerfen. Die Wissenschaft stand ganz klar im Vordergrund. Oh, hier ist ein XP-Schild. Ja, die Wissenschaft stand ganz klar im Vordergrund. Ach du fuck you. Okay, das machen wir später. Das machen wir nicht jetzt. Aber schön, dass es hier steht.
spring jetzt nicht über der Nacht irgendwie Rampe. Ich sehe eh schon nicht, wo ich gerade hinfahre. Ja gut, dann helfen wir Juan mal. Und schauen doch mal, was denn da los so rein da geht. Ihr wisst Bescheid. Gucken wir doch mal. Alles für die Wissenschaft. Oh, das ist ein Kreisverkehr, ne? Ihr wisst schon, dass wir wissenschaftlich korrekt driften müssen, ne? Das ist euch vollkommen bewusst. Im Kreisverkehr nicht zu driften, ist einfach frech. Das ist einfach nur frech. Ich komme gleich, Juan. Ich muss kurz noch eine Runde drehen. Okay, ich habe mich gerade eingedreht. Juan, ich komme jetzt schon. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Der 27S ist eine ganz schöne Bitch, Juan. Aber es weißt du schon, ne? Super. Okay, gut. Letzter Teil. Testtreiber. Von Küste zu Küste sammeln die fehlenden Daten. Oh, es gibt anscheinend noch fehlende Daten. Eieiei, das ist kritisch, Leute. Das ist kritisch. Ja, waren nicht Aufmerksamkeit vor allem. Die Universität möchte ganz Mexiko untersuchen. Hm. Von Ost bis West. Von Küste zu Küste. Okay. Alle will umfassende Telemetrie für die Fahrer beim Horizon Apex sammeln. Dafür hat sie uns den Königsberg Jesko überlassen. Klassisches Testfahrzeug für eine Universität. Wir sind niemals schnell genug für sie. Sie ist die beste Fahrerin der Familie. Sag das nicht Rami, aber... Beruhige dich, Juan. Wir schaffen das. Sagt der Mann mit dem Sombrero. Eieieiei. Locker flockig. Okay, wir nehmen die Autobahn, damit du richtig Gas geben kannst. Da wäre noch was. Wir haben die Telemetriedaten zur Verkehrsdichte verloren. Kannst du dabei vielleicht auch helfen? Fahr du so knapp an allen vorbei, wie es geht. Ich notiere die Zahlen. Okay, Jesko. Los geht's. Los geht's! Wenn es ein Wagen schafft, dann dieser. Sorry, das ist für die Wissenschaft. Egal, ist weg. Das ist schnell! Sehr, sehr schnell! Wow, wie knapp das war! Die Telemetrie davon will ich lieber nicht sehen. Okay, ich mag die Wissenschaft. Erst Urlaubsparadies kaputt machen, jetzt Leute gefährden bei 450 Sachen auf der Autobahn. Mein Gott. Ich sehe mich als Wissenschaftler in Mexiko. Ich sag, wie das ist, komm. Stellt mich ein. Das kann ich auch. Wenn das Wissenschaft ist. Alter. Ich hätte mich viel früher in der Uni einschreiben sollen, Leute. Ich merke das schon. Ich wäre als hochbegabt durchgegangen. Ich wäre als hochbegabt durchgegangen. Das ist genau mein Ding hier. Ich bin der perfekte Professor. Wow, fuckity fuck fuck. Wow. Alles gut. Hab mich wieder. 26 haben wir schon mal. Oh, ein bisschen weit raus. Okay, haben wir. Wunderbar. Und jetzt gibt's noch mehr. Wir könnten jetzt eigentlich in unserem Test aufhören, aber wir können natürlich auch einfach weitere Leute gefährden. Geschafft! Jetzt entschuldige mich. Nach so einer Fahrt muss ich erstmal auf die Toilette. Vergiss die Universität. Ich habe eine Präsentation für alle fertig gemacht. Hm. Sie will, dass die Racer beim Horizon Apex bestens vorbereitet sind. Hoffentlich habe ich die geforderte Telemetrie, die sie braucht. Kein Stress. Sie wird sie lieben. Du bist Familie. Weißt du was? Du hast recht. Ich danke dir. Ja, ich bin der Neueste nämlich auch Dom Toretto, Motherfucker. Ja, du brauchst nicht. Du bist Familie. Und dann gab es ein Brofist und wir haben mit einem wunderbar kalten Corona angetrunken. Du kannst jedes Bier trinken, solange es ein Corona ist. Ja, ich mache mir gleich eine Glatze hier im Spiel. Einfach nur, damit es glaubwürdiger ist. Oder ich lasse mich vom Zug überfahren. Ja, gut. Oh, es gab mal viele Fähigkeitspunkte. Oh, da holen wir uns mal hier einen schönen Wheelspin ab. Komm, da holen wir uns mal noch einen schönen extra Wheelspin ab. Wir haben richtig Glück gerade. Wir haben richtig Glück mit den Wheelspins. Richtig, richtig super. So, gab es denn dafür irgendeine Auszeichnung? Ich meine, das war schon sehr geil, was es gab. Oh, es gibt eine Auszeichnung. Ach, krass. Testfahrer. Das heißt wirklich Testfahrer, dann haben sie sich da wirklich falsch übersetzt. Sehr gut. Zurück auf der Straße. Ja, wunderbar. Kriegen wir hier ein schönes Geschenk. Oh, es gibt sogar ein Auto am Ende. Die Volvo Polestar. Kann man den kaufen? Warte mal. Volvo V60 Polestar. Ist der kaufbar oder geht der nur hier drüber? Wir schauen mal gerade schnell. Eine gute Frage. Ich habe ihn schon. Kann das über Wheelspin? Nee, man kann ihn noch kaufen. Er kostet 62.000 Euro Auto geschenkt bekommen.
Ja gut, es sind ja an sich auch nicht super viele Sachen, die man dafür machen muss. Ich bin, sind wir mal ehrlich, das ist ja auch relativ Peanut-Arbeit. Aber ja, die erste wissenschaftliche Arbeit haben wir damit wunderbar abgeschlossen. Wir sind jetzt Wissenschaftler, Leute. Also wir arbeiten für die Wissenschaft. Alles, was wir hier machen, hat wissenschaftliche Grundlage. Es kann so einfach sein, Wissenschaftler zu sein. Es ist toll, liebe Leute. Und ja, wir machen nicht nächstes Mal direkt die nächste Story. Also wie gesagt, es gibt ja ein paar mehr davon, wie ihr seht. Sondern wir werden, denke ich mal, wir haben noch ein paar andere Stories. Auch noch ein paar andere Events und wir müssen ja noch ein bisschen die Siegesserie ein bisschen hochtreiben. Da geht noch ein bisschen was. Das will ich aber sagen, machen wir nächste Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich höre diese kleine Folge raus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen rum da lassen. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein und tschüss. Put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.